Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und ich mache heute einen Vlog extra für euch, denn ich bin bei den Drehs für Bodybuilding Ref, die Strength Wars Serie. Das erste Battle wird sein Koray gegen Matthias, hallo. Was für Disziplinen gibt es denn heute? Wir machen Kreuzheben. Ja. Pull-ups machen wir danach und dann umsetzen mit Front Squats. Das wird ein hartes Ding. Au, au, au. Und Gewichte stehen fest, Wiederholung? Ja, beim Kreuzheben haben wir 120 Kilo, 20 Wiederholungen. Und dann kommen Klimmzüge, 30 Kilo Zusatzgewicht, 20 Wiederholungen. Und dann umsetzen, 50 Kilo, 15 Wiederholungen. Klingt nach CrossFit. Ja, auf jeden Fall. Klingt nach brennenden Lungen und brennenden Muskeln. Hast du schon mal Wettkämpfe gemacht? Nur so Pull-Up-Contest. Okay. Ja. Ah, du bist ja so ein Körpergewicht-Spezialist, so Street-Workouter. Street-Workout-Calisthenics. Ja, genau. Ja, okay, cool. Du schon mal einen Wettkampf gemacht? Nein, noch nicht. Wird dein erstes Mal heute? Das wird mein erstes Mal. Koray, wie lange trainierst du eigentlich schon? Ich bin seit 6 Jahren dabei. Und mit richtigem Ernährung, aber mit 2 Jahren. Ja, und das werdet ihr nachher auch sehen, der Junge ist brutal. Eigentlich bist du der Bodybuilding machen. Du bist ja eigentlich in türkischer Abstammung, ne? Genau, halb, ja. Also halb türkisch. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus, muss ich euch sagen. Und du bist ja noch jung, bist ja erst 20, ne? 20 Jahre, ja. Also da geht noch einiges. Wie alt bist du? Ja, ich bin 25. Mhm, okay. Also Koray ist auf jeden Fall der massivere Athlet. Oh ja. Und härter ist er auch. Und stärker auch wahrscheinlich. Also so. Das werden wir sehen. Ich finde das ganz geil, dass man hier nochmal so ein Battle sieht, wo sich der Normalverbraucher eher noch mit vergleichen kann, weil das nicht ganz so weit weg ist von den Lasten einfach. Ja. Das ist keine 200 Kilo Kniebeuge oder irgendwelche unmenschlichen Gewichte in Tonnen bewegt werden, sondern dass ihr quasi noch, wie viel wiegst du? Du wiegst 75 oder was? Ich wiege 75 umso. Siehst du? Und du? 10 Kilo noch weniger. Ja, okay. 9 oder 10 Kilo. Mhm. Du hast dich auf jeden Fall schon schön warm gemacht, habe ich gesehen. Bist schön geschmeidig. Ja, ja. Ist das viel wert auf warm machen? Ja, auf jeden Fall. Also auch mental. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt und versuche jetzt so ein bisschen so langsam reinzukommen. Ja. Und besonders, wenn man manchmal ein bisschen weniger geschlafen hat, dann braucht man umso länger, um die Stimmung und okay. hinzukommen. Aber wenn nachher der Startpfiff kommt, dann geht es sowieso ab. Dann gibt's durchdrehen ohne Ende. Guck mal. Du schon wieder. Du siehst schon wieder massiver aus. Hast du zugenommen, deine Schulter ist voller? Hast du aufgeladen mit Kohlenhydraten? Ich gehe jetzt wieder, krabbel jetzt auch wieder so auf 3,5. 3500 Kalorien, das sind ungefähr 800 mehr, als ich seit 7 Wochen habe. Das ist krass, Mann. Ja. Und das merkt man nicht mehr. Sehe ich sofort wieder. Aber ich fühle mich auch wohl. Also aber mein Körper muss sich trotzdem erstmal dran gewöhnen. Ich bin in der Nacht wach geworden, hatte Hunger, aber ich esse mehr. Naja, klar. Ich habe wieder Hunger. Koray, du achtest ja auch sehr auf deine Ernährung, wie man anhand des Körpers ja auch sehen kann. Ja. Was isst du den ganzen Tag? Hohe Kohlenhydrate, hohe Eiweiß, niedrige Fett zurzeit, weil ich zunehmen will, auf jeden Fall. Noch zulegen, also da geht noch was für meine Größe. Ja. Ja, ja so sieht's aus. Ja. Und was für Lebensmittel? Viel Grünes, aber Vegetarier oder so bin ich nicht, also viel Fleisch. Viel Fleisch. Du sagst viel, ein Kilo am Tag. Bitte? Ein Kilo oder was ist das? 600 Gramm? Fleisch, an Fleisch esse ich immer verschiedene Sorten. Ich habe mehr als 7 Mahlzeiten am Tag. Und, oldschool! So sieht's aus, ja. Ja. Da isst man verschiedene Fleischarten natürlich dann. Ne? Wie viele Kalorien hast du? Ich schätze mal 3,5 wirst du locker haben auch, ne? 4 bis 5, ja. Oh. Was machst du beruflich? Habe ich gemacht, vor 2 Jahren war das. Ah, okay. Und zurzeit immer noch Fulltime-Job mache ich. Was? Als Elektriker. Okay. Da bist du ja doch viel in Bewegung, dafür brauchst du auch nicht Kalorien. Ja. Hast du auf das Battle trainiert? Ich hab's versucht, auf jeden Fall. Aber das ist bei Bodybuildern immer das Problem. Ja. Man will nicht von der Routine abweichen. Genau, und so. Man hat Angst vor Muskelabbau und so. Das geht natürlich in die Stimmung dann, ne? Wenn man ein bisschen abgenommen hat. Wenn man das Gefühl hat, natürlich abgenommen. Ja, also aber erstmal nur ein Gefühl, du bist ja noch jung, glaub mir. Okay. Ich muss wieder hart trainieren nach dem Battle. Ja, jetzt mach das Battle und dann guckst du weiter. Und ein Normalverbraucher, ein junger Mann, sollte schon in der Lage sein, einen Klimmzug vollständig auszuführen. Auf jeden Fall, ja. Ja, bevor er erstmal einen Bizeps-Curl macht, wirst du? Finde ich auch. Können. War bei mir auch so. Ich kann mein Leben lang Klimmzüge und mach die auch immer schön. Okay, siehst du. Ja. Bist du gut vorbereitet, sagst du? Ich denke schon, ja.
Das wird sich noch herausstellen. Das heutige Battle wird ohne Strength Wars Shirts stattfinden. Und warum? Weil ich so vergessen habe. Ey, weißt du, wie schlecht ich mich fühle? Vor allen Dingen, ich habe eine Liste, da steht alles drauf. Hast du durchgemessen? Also ich, genau, ich gehe da immer alles durch. Ja. Und die sind immer frisch gewaschen. Ich habe die dann immer in der Küche, also in der Kammer drin und pack die ein und gehe dann immer alles durch. Und heute, ich habe mich so sicher gefühlt, ich habe heute einmal, ich habe das erste Mal nicht auf die Liste geguckt. Du glaubst, alles im Kopf zu haben. Ja, ne. Das Publikum wird dir verzeihen. Meinst du? Ja, aber mit den Shirts kommt schon einfach Combrilla, so weißt du. Mann, das ist so ärgerlich, weil dann ist auch schwarz-weiß. Können wir den Oberkörper freibeugen eigentlich, oder? Ja, vielleicht male ich einfach den Totenkopf drauf. Thomas in der Haus kennt ihr auch, Mitorganisator, immer fleißig mit dabei. In meinem Strength Wars Vlog habe ich dich auch ganz, ganz lobend erwähnt, dass du immer so fleißig bist, auch vor dem Battle. Und dass du trotzdem rumräumst und dich nicht schonst vorher. Das ist, glaube ich, die beste Variante ist. Geht's hier gleich los? Zwischen den Disziplinen wohnen. Einfach, dass du nicht wie schnell es dann in die Mitte. Lass dir nichts erzählen. Ich habe drauf gespuckt. Der will dich nur boykottieren, der will dich sabotieren, der. Glaub ihm nichts. Hier, war ich. Bitte, können wir auch hier? Vertrauen, sag hallo. Hey! Ja, ist gerade vorbei, das ist der Hammer, Leute. Cora hat richtig gekämpft. Lass dich nochmal Sack zugemacht hier. Wie viele Wiederholungen hattest du noch offen? Drei. Drei? Oh, war knapp. Korel kann sogar noch sprechen. Ah. Ah. Also, du bist erstaunlich fit, mein Freund. Muss ich sagen. Machst du Cardio? Eigentlich nicht. Also hast du heute Cardio mit Gewichten gemacht. Scheiße, das war geil. Also, mir hat es richtig Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, wie bei dem Jungen alles ausgeschaltet hat sich. Ne? Ja? Dank dir. Ja. Ja. Ich hab immer Stimme. Ja. Verrückter Hund! Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Ja. Ich denke schon. Bei den Klimmzügen hast du ja einiges rausgeholt. Echt, ne? Da warst du wirklich schnell. Aber am Ende hat das dann über Kraft viel ausgeglichen. Genau. Über Kopf bzw. beim Beugen. Ne? Aber war cool, war ein geiles Battle, muss ich echt sagen. Hat Spaß gemacht, war spannend. Knapp, intensiv und kurz. Also, ja. Naja, so kurz war es dann doch nicht eigentlich. War doch ganz schön viel Wiederholung. Guck mal hier. Mein Team, Heavy Artillery. Schön, wie machen Heavyweight, Calisthenics. Weighted Sets and Reps. Ich habe mich schon ein bisschen Sorgen gemacht bei den Klimmzügen. Ne? Du hast einfach schlecht dosiert deine Kraft. Dann hast du, ich glaube, du hast drei oder vier ungültige gemacht und musstest dann also quasi vier oder mehr machen. Das ist richtig, ja. Also, ich hätte eigentlich mehr Pause machen sollen. Und wirklich. Gut. Bei Klimmzügen war er besser einfach. Ne? Genau, auf jeden Fall. Aber hinten raus hast du die wieder abgezogen, das passt schon. Cora hat sich auf jeden Fall motivieren lassen. Aber dank dir, Mann, wirklich. Ja, ja. Hast deine Stimme gehört. Ich habe auch gemerkt, wie du reagiert hast und durchgedreht bist. Du bist richtig krass amok gelaufen. So muss das sein. Zumindest im Training oder im Wettkampf, ne? Ja. Ansonsten. Ich muss jeden Tag. Jeden Tag drehe ich immer durch. Im Training. Aber du hast doch auch Ruhetage, wo du nicht durchdrehst, ne? Nein. 7 Tage die Woche. Du hast einen totalen Dachschaden. Wir müssen uns mal unterhalten in Ruhe. Jeden Tag ist Beast-Mode. Und genau das soll man nämlich nicht machen. Auch nicht, wenn man 20 ist und Kurai heißt. Viel hilft nicht viel. Aber ich will hier nicht mehr den Lehrer spielen. Vielen Dank für das geile Battle. Ich freue mich aufs Video. Ja? Ich freue mich auch. Auf jeden Fall.